dass der böse Mann trotzdem irgendwie so stehen geblieben ist. Aber er war so noch, er war weg. Er war weg. Das war over. Kennst du nach Shmorona, du hast immer noch diese... Ja, klar, frag mich mal. Kennst du. Also kennst du, ich bin fast gestorben. Haben Sie Familie, Sie haben noch 4 Stunden zu leben, wie würden Sie jetzt in Kummer reintun? Bruder, ich will das nicht mehr hören, Walter, ich hatte einfach ein Trauma, ne? André, die wollen mich in Kummer setzen. Was? Die wollen mich in Kummer setzen. Was? Ich bin im Krankenhaus. Die beste Nachricht, eine der besten Nachrichten habe ich von Flair bekommen. Ey, Rus, ich mein's jetzt ernst, ne? Kack jetzt nicht ab, Alter, ich mein's ernst. Kack jetzt nicht ab. Ja, Fuß, nach 30 Sekunden im Kampf, Fuß, Dings und so. Bruder, da war aber auch krass, man muss eins sagen, ne? Sinan war ja wirklich, also, ich habe ja eine boxerische Vergangenheit. Ja. Eine auf sehr ernst. Ja, echt jetzt? Ja, ich war ja schon als 7- oder 8-Jähriger geboxt. Nebenbei, ich habe auch die ganzen Videos als Kind, wie ich so Wettkämpfe mache und so. Okay, also du bist richtig Boxer gewesen. Genau, genau. Ja, gut, krass. Und das Ding ist, Sinan hat viele Sachen so, der war echt nice, weil zum Beispiel in dem Moment, wo Bösemann da umgeknickt ist und einfach im Ring so rumgeguckt hat, solange der Ringrichter nicht sagt, stopp, darfst du weiterhauen. Und wenn Sinan dem der eine gegonkt hätte, ne, der wär richtig out of order gewesen. Behauptet er nicht auch, dass er angeblich Kampfsportler war, weil sowas macht ein Kampfsportler niemals im Ring. Der hat sich auch zweimal umgedreht mit Rücken. Man redet auch nicht mit Ringrichtern. Zum Beispiel, ich weiß auch bei meinen Wettkämpfen, selbst wo ich ein Kind war, wenn wir zu den Ringrichtern irgendwas gesagt haben, haben die einen angeschrien. Kämpf! Red nicht mit mir, weil es gibt keinen zum Ringrichter sagen, hey, stopp und so. Ja, das ist aufgeben, da wirst du angezählt. Das ist einfach, und da war der Sinan so ehrenvoll. Also man hat trotzdem gesehen, dass der Sinan wirklich ein gutes Herz hat. Ja, was lustig war diese eine Bombe trotzdem so auf, weil die Ecke geschrien hat, so hau ihn an und der Sinan so. Ja, aber auch nicht durchgezogen. Nein, das war so. Aber ganz ehrlich, das muss ich sagen, der böse Mann hat 2, 3 sehr unsportliche Sachen gemacht. Oh, Bro, das mit dem Anfang, was soll das gar nicht? Weil ich habe mir so gedacht, ich hätte sogar als Ringrichter Punktabzug gemacht. Ich hätte direkt angehalten, Punkt. Geht denn sowas? Du bist ja Boxer gewesen. Natürlich. Geht sowas? Weil der, Nein, das ist nicht. Also, es gibt nichts, es gibt kein Gesetz, wo steht. Ja, aber es ist ekelhaft, ja. Aber ich hätte als Ringrichter Punktabzug gemacht. Punkt. Also, ja, das hat er gemacht. Dann hat er sich einmal umgedreht mit Rücken zu Sinan. Das geht auch nicht. Das ist einfach verwirrend, weißt du? Und dann hat er halt diese Aktion mit dem Fuß. Das ist halt auch total unsportlich. Ich meine, wenn da wirklich was war, okay, aber irgendwie war das so voll so filmmäßig, so keine Ahnung. Ey. Naja. Also, guck mal. Ich habe alle beruhigt auf Englisch. Ein Vorkampf wurde wegen so etwas abgebrochen. Bro, was meinst du? Wegen so Fake-Handshaken? Wegen Unsportlichkeit oder wegen Fuß? Was meinst du jetzt? Demnächst muss Undertaker vs. Emo kommen. Also, boah, Bruder, aber vor diesen Wrestlern habe ich so Respekt. Das ist eine ganz andere Liga. Was sind das für Tiere, Alter? Ja. Zwar okay, die machen Showkampf und so, aber dass die sich so hochheben können. Ja, und so du fällst ja trotzdem hin. Ja, hast und diese Saltos, die die machen und so. Bruder, wenn ich mit einem von denen reingehen würde in den Ring, so auf Wrestling, die würden mich alle aufessen, Alter. Naja, voll, voll. Vom Allerfeinsten. Ja, ich muss sagen, einer der Matos. Aber natürlich, wenn ich haue, haben die keine Chance, weil keiner von denen kann schlagen. Weißt du noch, wo dieser, wie heißt der bei Guardians of the Galaxy mitgespielt hat? Batista. Ja. Wo der das erste Mal einen MMA-Kampf hatte, der wusste gar nicht. Bruder, der war unter. Weil kämpfen kannst du ja nicht. So, du lernst das ja nicht. Ja. Du lernst ja werfen und so, landen und so. Ja. Weil er gerade schreibt, Bösemann hat über die ganze Kampf Hilfe beim Ringrichter gesucht, hat den die ganze Zeit nur angeguckt und immer so hingeguckt. Ja, der war auch out of order, der hat gar keine Luft gehabt, Mann. Der hat nach der zweiten oder so, oder 1,5 Runden, war vorbei, war Sense. Aber krass, dass er noch so lange stehen geblieben ist. Ey, ganz ehrlich, guck mal alle so, Gorweiler. Gorweiler, Junge. Aber ich fand krass, eins muss man ihm lassen, der war ja komplett ausgenockt, wo sie dann diese Aufwärtshaken und so, der war schon weg. Aber du kennst dich, als Boxer kennst du dich aus, sie haben 14er Unzen gehabt, ne? Die knallen nicht so. Ja, da ist sehr, sehr viel weich dazwischen. Halt, ja, absolut. Also stell dir mal vor, der Sinan hätte 10er gehabt, hätte ihn umgebracht. Ja, nee, das wäre echt nicht mehr gut ausgegangen. Aber dass der böse Mann trotzdem irgendwie so stehen geblieben ist. Aber er war so noch, er war weg, Er war weg. Das war over. Das merkst du in dem Moment, wo jemand die Hände nur noch hier hat und der Kopf so geht. Ja. Da war also, weißt du, das war... Weißt du, was ich krass fand, ist, dass seine Ecke das nicht schon abgebrochen hat. Das war schon ungesund für den. Ja.
Deine Hecke hätte schon längst sagen müssen, ey. Guck mal an alle Leute, die noch nie einen Boxkampf hatten, ne? Das sieht immer alles so leicht aus und so, aber wenn du da rauskommst. Ja. Ja, du bist nervös, du kriegst keine Luft. Bro, ja. Dieser Einmarsch alleine, diese Menschen, du kommst in den Ring und du fühlst dich, als hättest du schon 12 Runden gekämpft. Ja. Du kriegst keine Luft mehr. Gedacht, ja. Du kommst rein und du bist schon tot. Mein Kumpel gestern war hier, der ist MMA-Spieler, der Kämpfer, der hat erste Kampf, meinte, er musste seinen Trainer den Ohrfeigen geben, weil er keine Luft mehr bekommen hat, bevor er gekämpft hat. Er kommt, also du kannst nicht mehr, du kannst nicht mehr. Ja, aber du bist so aufgeregt. Ne? Du willst dich auch am liebsten immer umdrehen und wegrennen. Ja. Hat das Sinan also, gesagt? Am liebsten willst du den Ring wieder verlassen. Er meinte, seine Knie waren so weich. Er weich. Seine Power ist weg. Ja, ja, alles weg. Einmal weich. Ja, alles ja. ist weg. Du bist erst meistens nach der ersten Runde kommst du so. Hat man gemerkt, hat man bei beiden aber gemerkt. Erst nach der zweiten, dritten waren die erst da so. Ja. Ja, ja. Das und ist vor allem bei denen waren 4000 Kids und alle so. Die sind ja so energisch, oder? Das war ja wie. Von dem Schreien her war wie Conor gegen Khabib. Ich schwöre. Und ich sag dir eins: Ich saß da die ganze Zeit und hab mich die ganze Zeit umgedreht und hab zu meinen Kollegen gesagt: Ey, hör mal zu, ich bin so froh, dass ich nicht Sinan bin. Ja, ja, weil das zu ertragen. Ja, ja. Ich sag euch, Leute: Guck mal, wenn du drinnen bist im Ring und die ersten Bomben fallen. Ist scheißegal, weil dann du bist im Adrenalin, dich interessiert gar nichts mehr. Du hörst aber auch niemanden mehr. Ne? Also alle, die mit dir reden, du bist so. Krass. Leute vor dir. Wie im Film. So. Es ist wie. Und du bist so. Ja. Und du weißt gar nichts, was passiert. Einfach Tunnel. Alles unterbewusst. Ja, und da merkst du aber, dass der Sinan schon einige Schlägereien hinter sich hat, weil er hat gut gekämpft. Ja, aus dem Unterbewusstsein. Noch gegeben. Ja. Und der Kommentator meinte wohl auch, hier schreibt keiner im Chat, in der Halle war eh miese Luft. Ja, ist ja noch schlimmer. Junge, ja, wenn so heiß ist. Ja, ist noch schlimmer. Ekelhaft, hier, komm mal. Krass. Schrei, boah, aber der gibt ihn richtig. Ey, Digga. Ja, Mann. Krass, ey. Das ich war krass. So glücklich, Sinan hat 3 Sekunden gebraucht, bis er gecheckt hat, dass er gewonnen hat. Guck mal, welche Film nicht war, Bruder. Ja, Mann. Ey, ich hatte ja Schmorona. Ja. Und ich war schon PCR negativ 2 Tage, aber ich war so, kennst du nach Schmorona, du hast immer noch diese... Ja, klar, frag mich mal. Ja, kennst du. Gewesen. Also kennst du, ich bin fast gestorben. Ey, wegen dir, ne? Bro, ich hab so 1,5 Wochen davor, ich komme so nach Hause, ich habe seit 2 Tagen Halsschmerzen. Mhm. Ich dachte die ganze Zeit wegen Allergie. Ja, oder rumschreien oder was. So, komm, ich mach diesen Test, auf einmal bam, bam. Bro, weißt du, was das Erste war, was mir in den Kopf kommt? Ich hab dich einfach gesehen. Und diese Geschichten, die du mir erzählt hast, ich hab mich so mit Maske gesehen. Und weißt du, was ich gesagt habe? Ja. Ich schwöre, du weißt wem. Ich hab gesagt, wenn mir irgendwas passiert, ruf Roos an. Ich kenne mich aus. Ruf Roos an, hab ich gesagt. Ruf Roos an. Ja. Und ich hab sogar auf einen Zettel alles geschrieben, was ich habe, so. An Allergien und so. Ich so, weil, kennst hab du doch. Auch, ja. Ja, weil, ey, du kriegst ganz kurz Panik. Ja, weil du weißt nicht, was auf dich zukommt. Mhm. Und komischerweise danach kam auch direkt Fieber. Dingens und diese. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, ich so, mein Gott. Bist du damit zum Arzt? Bist du zum Arzt? Nee, der Arzt hat mir gesagt, bleib zu Hause, Junge. Das ist das Problem. Du bist doch voll auf dich gestellt. Ja, guck mal, viele haben zu mir gesagt, warum bist du nicht früher zum Arzt? Wenn ich früher zum Arzt gegangen wäre, wäre mein Verlauf auch besser gewesen. Ne? Die hätten die mir geholfen. Das Problem ist aber. Was hätten die denn? Genau, ich sag dir gleich. Aber ich hatte die ganze Zeit diese Angst. Ja, aber ich habe. Amidala ist ja hier, die hat mich ja zum Krankenhaus gebracht. Der war bei ihr gepennt. Da sagte sie auch, ja, lass zum Arzt. Und ich habe immer zu ihr gesagt, ja, was machen die denn? Die sagen dann, ja, haben es Corona, dann bleiben sie erstmal zu Hause. Ich hatte immer das, weißt du? Ja, was hätten die gemacht? Bei meiner Lungenentzündung, ich hatte ja eine ganz krasse Lungenentzündung bekommen. Und die hätten dann wahrscheinlich mit Antibiotika dagegen gearbeitet. Ja, aber brutale, intravenös, direkt, gib ihnen. Das haben die auch dann gemacht. Aber dann war es schon zu spät. Bei mir war es so spät, dass die mir andere Mittel geben mussten. Ja, Mann. Das hat mich ja auch schon gefickt. Leute, ich habe sogar noch eine Sprachnachricht von ihm, er denkt, dass er einfach nur eine Dingens hat, eine Erkältung hat. Boah, Alter, stimmt. Warte, wann war das nochmal? November letztes Jahr. Und ich sag ihm auch noch so, ja, Bruder, das ist Erkältung, ja, ich hatte auch. Ende Oktober muss das gewesen sein, 28. Oktober. Januar, genau, Oktober, 8. November, da schreibe ich noch mit dir, schicke dir wegen Serie. Hey. Pass auf, ich beleidige mal Leute und so. Ne? Ja, aber das ist so lustig, diese Nachricht. Bro, ich bin total krank geworden.
Krass. Ich melde mich bei dir, wenn ich wieder gesund bin. Guck mal, krass, wie ich mich anhöre. Der sich schon anhört. Guck mal. Bro, ich bin total krank geworden. Ich melde mich bei dir, wenn ich wieder gesund bin. Mich hat's voll erwischt. Und Big Bro, bei mir wird gerade besser. Ich hatte Grippe, weißt du? Ich war jetzt auch die letzte Woche todeskrank. Ist das Datum? Das ist der 14. November. Ich habe da noch eine Woche gewartet. Amida, wann bin ich reingegangen? Und was hast du gesagt? 14. ist das. 5 Tage später war ich da. Und du schreibst auch noch so zurück, Grippe, ja. Und dann habe ich dir am 20. geschrieben, Rusia, ihr habt mich umgehört, ich bete für dich, du bist ein Bad Motherfucker. Und dann habe ich dir immer wieder so Nachrichten geschickt, keine Antwort. Und erst am 8. Dezember hast du geschrieben, kann nicht reden, bin außer Atem, schreib mir. Und hier... Bruder. Ich werde vielleicht morgen entlassen. War egal, ich will das gar nicht anhören. Das war echt sehr krass. Und wegen dir habe ich ein Trauma, habe ich gemerkt. Ja, ja. Bruder, ich habe eigentlich, guck mal, Krankheit, manchmal juckt mich alles nicht. Aber ich habe gemerkt, dass die Situation mit dir mich traumatisiert hat, so dass ich wirklich eine Nacht Angst hatte, ja? Weißt du, was krass ist? Du hast auf einmal Angst. Du fühlst dieses Gefühl von, ey, wenn mir irgendwas passiert, ich werde wie so im Knast, ich werde weggesperrt werden und keiner wird mit mir reden können. Bruder. Das Ding ist, die Leute schreiben, wie bist du bei dieser Sprachnachricht nicht zum Arzt? Aber guck mal, die müsst so sehen. Erstmal habe ich ja jetzt die Erfahrung, die hatte ich vorher gar nicht. Ne? Wer hat schon kurz vor Tod gestanden mit sowas? Ne? Zweitens, das Allerwichtigste, Leute, warum ich nicht zum Arzt gegangen bin, ist, Amidala und ich, also sie hat das für mich von der Apotheke geholt, aber wir haben ja auch ein Testzentrum. Ich habe jeden Tag einen Test gemacht und der war immer negativ. Nix, ne? Ja. Und deswegen habe ich ja immer gedacht, ach, das ist einfach Grippe. Und da war auch nebenbei, Leute, damit ihr versteht, zu der Zeit war auch Grippe, weil ich hatte Grippe zu der Zeit, ganz normale Grippe hatte ich. Und dann hat die Amidala 2 Tage lang hat die versucht, mich zum Arzt zu bringen. Und ich war so neben mir, dass ich immer gekämpft habe dagegen. Ich so, ja, brauchen nicht und so. Und irgendwann war ich so im Delirium. Also ich hab jetzt die Erklärung, hat mir später der Arzt gesagt, was das Problem war. Das Problem war, ich habe so wenig Sauerstoff bekommen, dass ich auch nicht so gut denken konnte. Ich habe immer gedacht, ich habe sowas wie Fieber, Delirium. Kennst du, wenn man Fieber hat, laut man Scheiße. Aber der Arzt meinte später zu mir, also die Krankenschwester, mit der ich Kontakt habe, die mich auch aufgenommen hat, die meinte, du hast kein Fieber gehabt. Ich meinte, aber ich war doch so wie so besoffen. Ich meinte, ja, du hast ja keinen Sauerstoffmangel gehabt. Die meinte, du hattest noch 2-3 Stunden Sauerstoff, dann wärst du tot. Weil die haben mir ein Foto von meiner Lunge gezeigt und die war bis oben, wirklich bis Anschlag voll. Die war weiß, auf dem Foto war weiß. War nicht durchsichtig, wie auf einem normalen Röntgenbild. Die war weiß. Die meinte, der Arzt meinte ja zu mir so, haben Sie Verwandte, haben Sie Familie? Sag ich so, ja, können Sie die bitte anrufen? Weil wir wollen Sie jetzt in Koma, also wir werden Sie gleich in Koma setzen. Ne? Also wegen dir, schöne Also ich sag euch ehrlich, Leute. Ekelhaft, Mann. Ja. Ekelhaft, Mann. Und ich hab so einen 30-seitigen, kennst du da, so einen Bericht, wo ich aus dem Krankenhaus gekommen bin, ne? Und den habe ich letztens meinem, ich will jetzt nicht sagen Hausarzt, der ist, wie nennt er sich, Pneumologe, also Lungenarzt. Ich bin bei so einem Lungenarzt, der so mich nachhaltig kontrolliert, ne? Damit ich nicht Long-Covid habe und so einen Scheiß. Und Kardiologe, Pneumologe, also Herz, dies, das, der hier in Düsseldorf, ist gar nicht so lange her, eine Woche vor New York war ich noch bei dem. Und da hat sich den Zettel so angeguckt und dann, er war schockt, er sagt zu mir, das haben die dir gegeben? Also, da haben sie aber Glück gehabt. Aber das hier, also irgendwas, ich kann euch mal vorlesen, sagte so, das ist, wenn vorbei ist. Also wenn man so denkt, okay, hol das Ding, so Mädchen, mach auf, hol das ein. Ding so. mit diese Ding, so. Also der meinte wirklich, das ist, weil das Zeug, was die mir geben, ist nicht mehr so, ich glaube, das ist nicht mehr überall, das machst du nicht mehr, das machst du nur noch bei so krassen Notfall, wenn nichts mehr geht, plus das hat auch krasse Nebenwirkungen, hat es auch bei mir gehabt. Ich habe auch krasse Nebenwirkungen gehabt davon. Aber es war eine, wir haben ja hier auch im Chat jemanden, der auch Medizin studiert oder Arzt ist, der wird das kennen. Das haben die gesagt. Amidala, was haben die gesagt? Ich habe eine super Infektion. Was hat er gesagt? Ich habe eine super, irgendwas mit super, irgendwas super. Ja, es gibt diese Superinfektion, ja. Also ich hatte so viele Bakterien hier, dass der meinte, dass diese ganzen Bakterien waren kurz davor, zu Fleisch zu werden. So, das ist dann so, Scheiße. So das ist ja die Lungenfunktion ist dann weg. Die Lunge ist nicht mehr die da vorher. Es ist auch nicht mehr
du kannst es nicht mehr zurück, wie sagt man, es ist nicht reversibel, es ist vorbei. Bakterien oder Viren, ich weiß gar nicht, Alter, ich tu mich einmal. Es ist Bakterien und es ist Viren, keine Ahnung. Viren. Aber ich glaube, na, ich glaube, es sind tatsächlich Bakterien. Kann dieser Arzt das mal schreiben, bitte einmal? Auf jeden Fall will ich nur sagen, der Doc, ich war jetzt eine Woche vor New York bei ihm und da hat sich das alles angeguckt und dann hat er mich so durchgecheckt. Wirklich, dieses Reinpusten, Foto, Röntgenbild, bla bla bla. Das, was ich euch sagen will, Leute, ist, das Gute an der Sache jetzt im Nachhinein ist, der hat zu mir gesagt, deine Lunge und dein Herz sieht aus, als hättest du das nie gehabt vorher. Also toll, toll, toll. Er sagt, in der ganzen Scheiße, die du erlebt hast, hast du eine Sache gut, du hast ein super geiles Immunsystem. Das hat mich wahrscheinlich auch gerettet am Ende. Ne? Der sagt, dein Recovery, super. Aber ich will euch nur sagen, Leute, ich trinke keinen Alkohol. Ich rauche das nicht. Ist es. Das muss auch irgendwie mitspielen. Das wird am Ende wahrscheinlich auch was sein. Ne? Am Ende aber habe ich Glück gehabt. Sehr viel Glück gehabt. Ich hab tatsächlich sehr viel inhaliert. Also für die Leute, die irgendwie Schmorona kriegen. Ja. Wenn ihr so ein Inhaliergerät zu Hause habt, mit Kochsalzlösung hier, ne, NACL, ja, ja. Inhalieren hat unnormal geholfen. Ja. Dass das nicht so auf die Lunge geschlagen hat, weil befeuchtet ja mal die Atemwege und tötet ja auch Viren, so dieses Salz. Ja. Bei mir, weißt du, ich wollte gerade sagen, ich habe ja auch da alles Mögliche bekommen, auch Sachen inhaliert. Bei mir war wirklich krass, ich sage euch ehrlich, Leute, als der Arzt reinkam und sagte, deine Werte sind gut, heute probieren wir ohne Maske, dann war ich schon 3 Wochen mit Maske, ne? Und ich konnte ihm das nicht glauben und ich hatte Angst, also musst du dir vorstellen, ich war so gewöhnt an Maske, dass ich Angst hatte, die abzulegen, also ohne zu atmen. Ich so, wie jetzt und so. Und dann haben die das langsam gemacht und ich so, schon Angst, hatte einfach Angst, weil ich hatte vorher dieses, ich dachte, ich ertrinke. Es ist so ähnliches wie Gefühl wie Ertrinken. Ekelhaft. Es war immer ein Gefühl für ein Ertrinken. Und ich hatte ja, die haben ja immer die Maske gewechselt, es gab ja zwei. Es gibt einmal durch die Nase und einmal so. Und die mussten das immer wechseln, aus so einem Grund, dass deine Lunge, es ist halt gefährlich, ist da, wenn deine Lunge sich dran gewöhnt, kannst du auch nicht mehr normal atmen. Da gibt es eine extra Klinik für Leute, die wieder zurückkommen aus der Koma. Und die atmen lernen müssen wir. Ach du Scheiße. Ja, also das sind die Nachteile. Auf jeden Fall haben die immer so gewechselt. Maske und ich habe Haarflow oder also Flow irgendwas heißt das Ding. Habe ich alles vergessen. Krass, ich wusste das mal alles. Auf jeden Fall Blamaske, Komplettmaske und einmal nur Nase. Na, du, bei diesem Wechsel habe ich immer gedacht, ich ertrinke. Ich so, die Dreck, so, weißt du? Und als er meinte, wir können ohne versuchen, habe ich voll Angst gehabt. Ich weiß noch genau, ich hatte total die Angst. Ich so die ganze Zeit. Sicher? Sicher? Dieser von Deal fragt immer wieder Blackjack, was geht ab? Ja, alles gut. Bruder, scheiß Osiris, Bruder. Osiris. Leonidas. Ja, Salbutamol habe ich, also lass quatschen, schreibt Salbutamol inhalieren. Habe ich natürlich gemacht, als ich aus dem Krankenhaus rauskam. Das hat mir auch sehr geholfen. Aber als ich im Krankenhaus war, Salbutamol, Bruder, das bringt nichts. Meine Lunge war der hier. So hat der Arzt gemacht. Also das ist ihre Lunge. Und das müssen wir wieder aufmachen. Und das geht nicht mit Salbutamol. Das geht nur mit Gewalt. Druck, ne? Ach ja, mit Unterdruck, genau. Ja. Das geht nur mit Gewalt, ja. Und sehr viel hier, also die haben mir, ich hatte ja das ja hier. Ja, hab du ich hast ja eigentlich, gar nichts mehr gegessen, ne? Habe ich den Knutschfleck noch? Bisschen so, ne? Die haben mir hier so ein Ding reingemacht. So ein Mehrfach da. Also ein so ein Mehrfach. Und dann haben die da so, hast du das mal ein Bild gesehen? Da war da Mehrfachsteckermäßig. Junge, die haben mir Stuff reingesetzt. Junge, ich hab mal so einen Zettel, was die mir alles reingegeben haben, ne? Digga, ganz Apotheke. Ja, Mann. Ganz Apotheke haben die rein, Dings. Ich grüße euch alle. Ja, zentrale Venenzugang war das. Zentrale, zentralvenöser Katheter. Genau, ja, zentraler Nerven, zentraler Hurensohn-Katheter. Das tat, Leute, ich sag euch ehrlich, es tut sau weh, aber... Als dieses dran wo hast du diese Biskin aufgeschnappt? Ja, Team. Das habe ich mich gerade auch gefragt. Ich sag's als Verarsche. Ich habe es irgendwo gehört und verarscht das. Biskin sagt nämlich in Dortmund mein Onkel und so. Nee, ich sag's. Leute, ich sag das nur aus Spaß. Ich sage nur so Biskin so. Aus Spaß. Like Biskin low. Gönnt den diesem Mann Biskin low. Ich würde nur sagen, das Ding hier, als wir das reingemacht haben, ne, das tut eigentlich sau weh. Aber ich war so abgelenkt, weil der mir gerade sagt, sie haben noch 4 Stunden zu leben. Und die macht das gerade. Guck mal, die macht das gerade. Die so, nein. Und der so. Haben Sie Familie, Sie haben noch 4 Stunden zu leben, wie würden Sie jetzt in den Kummer reintun? Bruder, ich will das nicht mehr hören, Walter, ich hatte einfach was? Ein Trauma, so. Ne? Das Beste ist, er sagt so wie Ihre Lunge aussieht, gebe ich Ihnen noch 4 Stunden, ne? Dann sage ich so,
Ja, also ich so, kann ich jemanden anrufen? Ne? Die so, ja, hier ist ihr Telefon. Die holen mir mein Telefon aus meiner Tasche. Jetzt pass auf, ich schwöre auf meine Mutter, ne? Die geben mir mein Telefon und das ist einfach Akku leer. Super spannend. Ich schwöre auf mein Leben, das ist ja, so. Team, und dann mache ich so, ich liege da so. Ladekabel für ich so, Android. Ich so, das ist, die holen alle ihre scheiß iPhone-Kabel, ne? Alle Schwestern sind gerannt, ne? iPhone-Kabel, ne? Das ich, Android! Chat, mach mal, Roos braucht iPhone. Ja, alle hatten iPhone. Alle aber hatten der iPhone. Kippers, Bruder. Und ich so, ich schwöre mit letzter Kraft, ich so, C, USB-C. Ich schwöre auf meine Mutter, das war so. Dann haben die das halbe Stunde aufgelegt, dann sage ich so zum Arzt, noch 3 Stunden 30. Der Arzt so, was? Ich so, sie haben doch gesagt, 4 Stunden. Noch 3 Stunden 30. Ich schwöre, weißt du, wen ich angerufen habe? Ich wusste, in meinem letzten Gehirn, ne, wusste ich, egal wen ich anrufe, der wird so Panik haben, ja, Mann, dass der mir nichts bringen kann. Also nichts mit mir machen kann. Also rufe ich den einzigen Menschen an, der, wo ich weiß, der wird so kühl sein und also am, nicht kühl, am kühlsten sein, am bescheiden. Ich weiß genau, wer es ist. Ja. André, die wollen mich in Koma setzen. Was? Die wollen mich in Koma setzen. Was? Ich bin im Krankenhaus. Also was passiert? Unfall? Er denkt so, ich habe Unfall. Ich so, nein, die wollen mich in Koma, ich habe Corona, die wollen mich in Koma setzen. Der so, gib mir mal den Arzt. Arzt. Aber auch typisch André, ne? So erstmal direkt. Arzt, also, ja, ich so, dann ich so, dann der Arzt so, der kann hier nicht reinkommen, ne? Also es ging ja nicht. Keiner darf rein, du hast keinen Besuch, gar nichts, ne? Dann habe ich einen Trick gemacht, wie ich auch Sinan aus dem Knast geholt habe, den Trick. Weißt du, was ich für einen Trick gemacht habe? Dass der reinkommen konnte. Es sind zwei Leute zu mir reingekommen, obwohl das absolut verboten ist. Mein Notar, der mussten die aber lassen. Und André ist auch reingekommen. André haben die komplett Montur gemacht, dann ist er reingekommen. Weißt du, was ich gesagt habe? Ich so, ich muss mit ihm reden, dann können wir Koma machen. Ah, weil die wollen ja unbedingt diese Koma machen. Unbedingt Koma. Weil das bringt Geld. Das weiß ich nicht, aber die wollten unbedingt Koma. Und ich habe gesagt, nein, ich mache gar nichts. Die so, wir müssen das machen, sie haben noch 3 Stunden. Ich so, ich mache gar nichts. Auf gar keinen Fall. Ich so, ich sterbe hier eher, bevor ich Koma mache. Also ich muss mit meinem Bruder reden. Und ich hab auch immer gesagt, André ist mein Bruder. Das Geile ist, der Mann, Alter, was soll ich machen? Der ist keine schwarze Haare, die dachten, das ist mein Bruder. Ich so, ich muss mit meinem Bruder reden. Kommt ihr Bruder, kann ihr Bruder? Ich so, wenn er nicht reinkommt, dann mache ich gar nichts. Da habe ich so Druck gemacht, dann haben die den reingelassen. Der André kommt mit kompletter Montur. Dann weiß ich, was ich gemacht habe. André kommt rein, achte mal bitte. André kommt rein, er kommt zu mir. Was ist los? Dies, das. Ich so, Der so, hör zu, ich habe mit dem Arzt geredet. Der hat gesagt, so. Er war schockt. Sie haben gesagt, du hast keine Luft mehr. Wir müssen dich in Koma setzen. Ich so, ohne Scheiß jetzt, ich will das nicht machen, Mann. Der so, ey, der hat gesagt, du stirbst heute Nacht. Du wirst die Nacht nicht überleben, ne? Ich so, André, sag dir nicht, also bist du behindert. Und dann kam der Arzt, dann habe ich den gesagt, ich mache das nicht. Ich sagte zu dem, ich mache das nicht. Und ich schwöre, erst als ich komplett überzeugend gesagt habe, dass ich das nicht mache, kamen die erst mit, okay, dann Alternative. Vorher hat er mir absolut nicht gesagt, dass es eine Alternative gibt. Ich so, was ist die Alternative, was können wir machen? Der so, ja, dann machen wir diese Maskentherapie ohne Koma. Weil sonst hätten die es mit Koma gemacht. Bruder, Alter. Ja, und dann haben die Maske geholt und dann war, ja, da ging der Schaden los, Alter. Die erste Woche war Krieg. Es war wirklich Krieg. Ich weiß, du hast ja alles erzählt. Wegen ihm habe ich auch ein Trauma, aber er hat auch sehr, sehr schlimme Sachen erlebt. Ja, ich habe gemerkt, dass mich das einfach traumatisiert hat. Das haben mich ja auch, also ich muss sagen, ich bin gut in Abschalten, also so Abschalten, aber es war wirklich traumatisch. Und ich sag dir ehrlich, mein Kumpel der André, mein Partner, jetzt ja mein Geschäftspartner und mein bester Freund, ich glaube, also am Ende hat seine Mutter zu mir gesagt, die Mutter kommt hier so, als ich rausgekommen bin, kommt die so, umarmt mich und so und sagt zu mir, mach das nie wieder mit meinem Sohn. Dieser ruft der nie wieder an bei sowas. Ne? Das hat den ja extrem mitgenommen. Extrem. Weil überleg mal, was er alles gemacht hat. Der hat mich gehandelt, meine Familie gehandelt, der hat diesen Samsung-Werbespot gehandelt, alles zur selben Zeit. Und dieser Spot ist das Wichtigste für unsere Company im Jahr. Also das ist der größte Deal im Jahr. Oh mein Gott. Der Junge, ne, der hat gelebt für 4 an, also wirklich, also nur so. Und jeder hat ihn angerufen, jeder, Geschäftspartner, Freunde, Freundin, Ex-Freundin. Ja, ich habe auch alle meine Infos von ihm bekommen. Jeder hat ihn angerufen, wie geht's ihm? Oh, weil wir haben so abgemacht, keiner soll mich anrufen, alle, weil es ging nicht. Irgendwann hat mich, jeden Tag rief mich, mein Handy klingelte durchgehend und irgendwann konnte ich nicht mehr, ich konnte ja nicht atmen, Alter, ich hatte gar keine Kraft mehr.
Dann hat der andere gesagt, ey, pass auf, wir machen das, ich kanalisiere das, weil, ey, du musst dich ausruhen, ruh dich aus. Und sogar, also wirklich, sogar meine Mutter oder mein Vater erst André angerufen, weil das Problem war, ich habe Maske. Ja, wie willst du reden? Ich kann nicht reden, ne? Dann ich immer, WhatsApp habe ich immer so gemacht. Und mit der Maske hast du nur so eine Sicht, weißt du? So, überleg mal, du hast so eine Sicht. Versuch mal so zu WhatsAppen, so. Du bist nur so am Machen, so wie so ein Behinderter. Es war so schlimm, Alter, es war so schlimm. Krank. Ich bin auch froh, dass es vorbei ist, Leute. Ich kann auch nur allen danken, die mir geschrieben haben. Immer noch, manchmal mache ich eine Nachricht auf, dann steht da irgendwas zu irgendeinem Highlight-Video und dann gucke ich, der hatte mir vorher geschrieben zu der Krankenhaus-Story und dann bedanke ich mich mal extra nochmal. Also ich konnte natürlich nicht alles öffnen. Danke, Leute. Ja, wie gesagt, ich habe bei mir gemerkt, als ich diese zwei Striche gesehen habe, kam mir alles hoch, was du mir erzählt hast. Aber dann auch, ich habe danach runtergefahren und mir gedacht, ey Bro, falls dir sowas passiert, weil ich bin ja auch ich bin ja Risikopatient. Ja, ja, das muss man sagen, ich bin ja in der Gruppe. Und als ich das dann so gesehen habe und an alles gedacht habe, was du gesagt hast, ich wollte, ruf Ruth an, wenn mir irgendwas passiert. Tatsächlich, so. Ob du glaubst oder nicht, ne? Also es haben mich in der Zeit, als ich raus war aus dem Krankenhaus, frag Amidala, Alter, dann haben mir Leute aus der Intensivstation geschrieben, ich bin hier, was soll ich machen, ich habe Angst. Ja, ich war noch dabei. Hab ich dir gesagt, immer diese Sprachnachrichten und so. Er hat auch sehr vielen Menschen geholfen. Ich wusste ja, was mich da aufgebaut hat, ich wusste, was ich gemacht habe. Dann habe ich denen immer Sprachnachrichten gemacht und so. Also zwei, drei Patienten, muss ich sagen, haben die mir hardcore geschrieben. Aber ansonsten haben mir auch also schauen wir schon 10, 20 Leute, so, keine Ahnung. War wild. Ich muss sagen, es war total wild, Alter. Das Schlimmste da drin ist die Einsamkeit, ich schwör's dir. Diese komische Einsamkeit in so einem kleinen Zimmer. Ja, und davor, das hat mir tatsächlich Angst gemacht, so, weil dieses, wenn du alleine bist so mit deinen Gedanken und so. Wobei, ich bin mittlerweile in sowas gut, weil ich schon auch gerne mal alleine bist. Alleine bin und auch meditiere viel in letzter Zeit und so. Aber Bro, wenn du so gezwungen das ist, glaube ich, nicht mehr. Ja, das Ding, das Schlimmste ist halt, du bist 3 Wochen in einem kleinen Zimmer, du hast die ganze Zeit diese Sounds, ne, die Geräte, die machen alle, ja, aber Wahnsinn, Wahnsinn, Alter. Das ist ja wie Folter. Absolut, es war wie Folter. Dann hat mir einer der Ärzte hat mir auch irgendwann gesagt, dass es sogar ganz typisch ist, dass man so ab 3-4 Wochen da drin so voll die posttraumatischen Störungen hat und so. Habe ich mich auch behandeln lassen danach, ganz kurz. Habe tatsächlich Leute, das will ich ganz kurz erzählen, ein guter Freund von meiner besten Freundin Lena, ihr wisst doch, Lena ist Experte in posttraumatischen Störungen, Belastungsstörungen und der hat dann ein längeres Gespräch mit mir geführt. Das hat mir sehr geholfen und Gott sei Dank ist es dann auch nicht so schlimm gewesen, wie wir angenommen haben und es hat relativ schnell aufgehört bei mir. Aber es war krass, ich habe Albträume geschoben. Frag mal Amidala. Ich habe auf ihre Couch geschlafen, geschwitzt, aufgestanden. Ich hatte mega die Albträume. Die ganze Zeit, also ich hatte, was haben Sachen mich getriggert? Es war wirklich krass. Das war wirklich krass, da wieder normal zu werden. So. Also ich muss mal sagen, lass mich jetzt nicht 3 Jahre darüber reden, Leute. Ich will meinen Gast hier nicht vorlabern. Ach, alles aber gut. Lass mich eine der Favorite-Fragen. Warst du 3 Wochen klar im Kopf oder eher weniger durch die Medikamente? Also die ersten 2 Wochen war ich einfach nur teilweise da. Ich erinnere mich da wirklich immer nur an Sachen. Ich erinnere mich schon an, weißt du, man erinnert sich schon gut, aber das ging so, ich weiß nur, es gibt eine Nachricht, die habe ich der Amidala geschickt, hol mich mal hier raus, Alter, was mache ich denn hier? Es gibt doch Leute so, die sind doch, ja, also ich, das war so eine verrückte Nachricht, so. Wenn ich die heute höre, denke ich so, hä? Was habe ich denn da erzählt? Ja, normal, Leute haben doch Corona, sind zu Hause, warum kann ich nicht zu Hause sein? Oh. Die sind doch zu Hause, machen Quarantäne, warum kann ich nicht zu Hause? Hol mich mal hier raus, habe ich gesagt. Wo hast du mich hingebracht, habe ich zu ihr gesagt. Weil ich hatte das Gefühl, die bringt mich zum Dings und gibt mich so ab und haut ab. Ich so, warum lässt du mich hier? Und dann habe ich einmal zu ihr gesagt, ey, was mache ich hier? Ich bin 2 Tage hier, das fuckt mich ab. Dann sagt die zu mir, was ist 2 Tage? Da bist du eine Woche da, Alter. Ja, können wir die Nachricht bis einmal. Ja, wir können, hast du die? Ja, ich war völlig neben mir so. Ich habe die Woche überhaupt nicht so wahrgenommen. Nebenbei, hier waren gerade ein paar Leute, die meinten, warum lachst du? Ich habe diese Zeit habe ich ihm jeden Tag Nachrichten geschickt und ich sag doch die ganze Zeit, ich bin traumatisiert. Ich lache darüber, was für gestörte Zufälle das sind. Ja, nimm das so ernst. Da ist nichts lustig dran. Die beste Nachricht, eine der besten Nachrichten habe ich von Flair bekommen. Der war fast so am Weinen. Hör mal zu,
du stirbst jetzt nicht. Ey, mach keinen Scheiß jetzt. Der hat mich so angesaugt, ja, der hat mich so angemacht. Im Internet stand du überall, dass du sterben wirst. Ja, der Arzt hat zu meinen Eltern... TikTok ging schon los. Ja, der ist tot. Sterben, tot. Und ja, Virus schreibt deine armen Eltern. Ich kann euch ehrlich sagen, für mich selber war das alles nicht halb so krass wie für meine Eltern, Alter, oder für meine Freunde oder restliche Familie. Meine Familie, meine Tante aus den USA ist extra eingeflogen, weil die dachten, ich sterbe. Die wollten mich noch einmal so hören, sehen. Also das war wirklich Wahnsinn. Ne? Ich sage euch ehrlich, man kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen, wie krass das eigentlich war. Aber ich war teilweise ja auch nicht richtig da. Ich habe auch nicht so gelitten. Ich habe so gelitten wie ein Kranker. Aber dieses Unfähigsein, etwas zu tun, als jemand, der dich liebt, so Familie, Mutter, das war das Schlimmste für die. Das war für die das Schlimmste. Meine Mutter meinte, lieber sterbe ich, als das nochmal zu erleben. Also das war das Ding, muss man sagen. Flairs Sprachnachricht, boah, kann ich euch zeigen, ich muss sie mal eben raussuchen. Leute, guck mal, das ist eine Sprachnachricht, die ich der Amidala geschickt habe. Welche ist das? Die erste? Die nicht die erste, die eine, also beide, die zweite. Ja, mir geht's okay. Ich würde sagen, schon ein bisschen besser als die letzten Tage. Ich habe Schläuche in der Nase und mache keine Maskenpause. In einer Stunde gibt es wieder 2-3 Stunden Maske. Die ganze Zeit abwechselnd Maske, Schlauch, Maske, Schlauch. Bis meine Lungen sozusagen sich so an Sauerstoff wieder gewöhnt haben. Die Sauerstoffsättigung, die ist halt sehr schlecht. Krass, ne? Ich frage mich die ganze Zeit, hättest du mich lieber an dem Abend, wo wir zu der Notfallaufnahme gefahren sind, ne? Ich wäre lieber nicht gefahren einfach. Guck mal. Wäre ich einfach auf deiner Couch gepennt. Ey, guck mal, ich hier krieg Maske, Schlauch, alles und sag, ja, wäre ich halt lieber bei dir. Weil ich es einfach nicht ralle, wie, was da gerade los ist. Alter. Ich ralle das einfach nicht. Ich habe mich auch teilweise mit der Krankenschwester da diskutiert. Ich so, warum geben sie mir das? Lass mich mal ruhig. So. Jeden Tag ausgepennt. Weil seitdem ich hier bin, du weißt nicht, was für Moves die mit mir machen. Die haben mir 2 Katheter gelegt. Sehnen. In meinem Hals ist ein Katheter da. Die gehen die ganze Zeit, geben die mir das Stuff. Jeden Tag nehmen die mir Blut ab und dem Ding. Das ist so ein Film, ne? Ich denke so, was ist denn mit den ganzen Leuten, die Corona haben, aber nicht zum Krankenhaus gehen? Die machen das doch alle gar nicht. Scheiße, echt. Mal ganz abgesehen davon, dass ich mit denen hier auch zum großen Teil Diskussionen habe, die wollen ja Sachen machen, die kommen überhaupt nicht in Frage. Die wollten ja direkt erster Tag, wo du also gegangen bist, 2 Stunden später, haben die mir einen Katheter gesetzt. In meinem Hals. Und dann meinten die, du hast noch 4 Stunden Zeit zum Leben. In 4 Stunden hast du keinen Sauerstoff mehr im Körper. Krank. Wir müssen dich jetzt in künstliche Koma versetzen. Da habe ich mir die ganze Zeit irgendwie gedacht, na, haben wir den falsch informiert, was die wollen oder was sie für ein Problem haben an der Tür? Die haben 2 Tage lang, glaube ich, oder 3 Tage lang komplett nicht verstanden, was ich habe. Ja, aber das Gelaber, ich bin einfach mit künstlichem Koma kamen die mir heute. Die wussten ganz genau, was ich habe. Ich bin im Delirium. Ja, ist besser und so. Verbessert sich so langsam. Ein paar Mal wollte ich schon sagen, ey, lass mich einfach nach Hause fahren. Ich mach zu Hause selber. Ich mach selber zu Hause, ja. Keine Ahnung, ey. Wie kam ich überhaupt da drauf? Ging es mir so schlecht oder so? Wie kam ich überhaupt da drauf?
Scheiß. Aufzustehen, wenn der Scheiß kalt. Und dann, diese Huren sehen krank aus. Es ist gut. Gott sei Dank sind wir zum Arzt gefahren. Ich hätte dich schon früher zum Arzt bringen müssen. Wir sind in der letzten Sekunde gefahren. Wir waren eigentlich schon viel zu spät. Du hättest viel früher zum Arzt fahren. Das Ding ist, du hast mich ja auch nur mit so einem Trick zum Arzt gebracht. Also ich wollte ja nicht zum Arzt die ganze Zeit. Also ich war so neben mir, dass ich immer gedacht habe, was wollen die denn von uns überhaupt? Ich habe also durch die wenige Sauerstoff konnte ich nicht mehr logisch denken irgendwie. Also es hat echt Probleme. Es hat wirklich voll die Probleme in meinem Gehirn gegeben. Echt, das war echt krass, ey. Also ich muss sagen, die Sauerstoffsättigung, schlimmster Moment. Du, das müsste ich jetzt raten. Es ist sehr schwer. Ich kann nachgucken, aber vielleicht so, was war denn mein miesester Sauerstoffwert, so Sättigung? Meinst du, das war schon so 40 oder so 60 oder so? Ich meine, ich habe ja so ein Fingerdings dann gekauft, ja. Und dann war der eine ganze Zeit lang, also... Nee, im Krankenhaus meine ich. Achso, ja. Das war einmal sehr, sehr kritisch bei dir. Ja, guck mal, der Favorite schreibt, du hörst dich tot an, aber sagst noch, jo, mir geht's gut. Mann, ich habe ja sogar einen Post noch gemacht. Mhm. Leute, ich habe Corona, aber mir geht's ganz gut. Mhm. Da ging es mir am dreckigsten, aus Rückblick gesehen, da bin ich fast gestorben. Aber das ist so, du verdrängst auch alles einfach, weißt du? Als der Arzt mir gesagt hat, der hat noch 4 Stunden zu leben, habe ich das gar nicht geglaubt, ich habe es gar nicht wahrgenommen, was er sagt. Das hat eine Woche gedauert. Wow. Deswegen, also hier fragen auch Leute, wieso hast du dich gegen Koma entschieden? Ich weiß es nicht. Es war kein Wissen oder so. Ich habe Statistik jetzt gelesen und so. Ich habe einfach Angst gehabt. Ich habe einfach so eine Angst gehabt, ins Koma zu gehen. Kontrollverlust. Ja, dann bist du ja nicht. Da habe ich gesagt, lass mal. Und dann, weißt du, man muss auch sagen, der Arzt hat auch zu mir gesagt, ich habe gesagt, wie sind die Chancen? Alles meint 50-50. 50-50, dass sie aufstehen wieder. Dann habe ich dem gesagt, 50% ist mir zu wenig. Ist ja wie, der hat gesagt, nee, dann bleibe ich wach. Dann habe ich gesagt, dann will ich zusehen, wie ich sterbe. Also dann bleibe ich wach. Und das war der voll ausgerastet, der Doc. Also ja, so, nicht jetzt wie ich ausgerastet, aber so, ey, ja, der konnte es gar nicht glauben. Also ja, wie, sie haben noch 4 Stunden zu leben. So. Der hat zu mir gesagt, sie sind nicht der Erste mit diesen Werten. Das hat er gesagt. Sie sind nicht der Erste mit diesen Werten. Wir kennen uns damit aus. Sie haben noch 4 Stunden Luft, dann ist Sense. Also wir sollten jetzt in den Koma gehen. Herr Verhangel, wir müssen in den Koma. Und ich so, oder intubieren, sagen die mal. Und ich so, ich kann nicht. Ich habe immer zu anderen gesagt, ich kann nicht, Alter, ich kann nicht. Ja. Irgendwann nach einer Woche, wo es nicht besser wurde, oder nach 1,5 Wochen, haben wir ja dann gesagt, okay, machen wir. Geht ja nicht anders. Dann wurde ich auch wieder klarer ein bisschen. Dann habe ich gesagt, okay. Dann kam Notar. Letzte Wille, das aufgeschrieben und so. Das war schon ein Film, Alter. Überleg absolut, mal. Ja. Voll der Film war das. Den letzten Willen schreibst, ne? Ist schon. Alleine ein Notar zu klären. Weißt du, wie Film war, ein Notar zu klären? Krass. Der sofort kommen kann. Gott und die Welt bewegt, dann Notar kommt, dann ich schreibe auf. Das war wirklich, also das Krasseste war, ich habe zum André gesagt, sag dem Doc, ich mach das morgen, ne? Der André hat ja mal mit dem Doc geredet. Dann kam der Notar mitten in der Nacht, 3-4 Uhr morgens. Ich habe wirklich meine Hand ausgestreckt, weil der konnte nicht so nah an mir dran, und wirklich einfach nur so Kritzel gemacht. Ich habe auch gar nicht zugehört, was er gesagt hat. Er hat den Papier vorgelesen und ich so, er saß mir alles verstanden. Ich so, nee, aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Dann habe ich einfach nur so Kritzel gemacht. Wirklich, meine Unterschrift ist einfach so, weil aber er hat es so gestreckt. So. Ja, er war voll in voller Montur, so, weißt du? Und dann am nächsten Tag, 6 Uhr morgens, ich hab in der Nacht noch gesagt, bring mir die Maske, so, weißt du, ich mach das jetzt nochmal brutal, ne? Wir ziehen nochmal durch. Dann habe ich nochmal durchgezogen. Am nächsten Tag kam die Krankenschwester rein. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war, wie viel Uhr das war. Es war irgendwann morgens, kam die rein. Und ich weiß genau noch, dass die das nicht so euphorisch machen wollte, das unterdrücken wollte. Aber die konnte nicht. Die kam in mein Zimmer und sagte, das sind aber gute Werte. Und ich habe so gemerkt, die hat danach wieder, muss mal mit dem Arzt reden, so, weil die wusste auch nicht, damit umzugehen. Und ich kannte ja mittlerweile die Werte, ich wusste ja mittlerweile, auf welchen Wert man achten muss. Und ich so, wie ist denn der Horowitz? So, der Horowitz-Wert ist der Wert, der da ganz wichtig war. Ich kann euch jetzt nicht erklären, genau was das ist, könnt ihr mal nachgucken. Horowitz, Professor Horowitz, so ein Wert, was ist das nochmal, wie deine Lungenfähigkeit ist, ne, Lungenfunktion. Ich sag, wie ist der Horowitz? Und ich wusste, welche Zahl wir haben müssen, welcher der war und so. Dann war der schon doppelt so gut wie die Nacht davor. Ich sag, ey, das ist ja gut.
Dann habe ich zum André angerufen und gesagt, oder ich habe gesagt, sag dem Doc, wir machen das heute nicht. Morgen. Lass uns noch einen Tag warten. Und am nächsten Tag kam die Schwester und dann haben wir wieder Blut abgenommen, wieder Horowitz. Und dann meinte die 280 oder 300. Das ist schon richtig gut. Dann haben die alle gesagt, warten wir. Und irgendwie, wirklich, ich will jetzt nicht sagen wie ein Wunder, weil ein Wunder ist ein bisschen mehr für mich immer, weil die haben schon auch viel mich reingepumpt, weißt du? Aber es hat dann, kurz bevor wir gesagt haben, wir machen Intubation, hat es funktioniert. Es hat dann kam der rein und meinte, heute gehen wir von der Maske runter. 3 Tage oder so, als er nach deinem Notar da war. Wow. Das war wirklich Film. Das war wirklich Film. Ja, und danach war wirklich, der Rest war nur noch Routine. Nur noch so abwarten, bis die Lunge öffnet, dies, das. Und dann ist der rausgekommen und ging wieder von 0 auf 100. Ich habe einen Menschen gesehen, also, der sowas erlebt und einfach. Ja, also so, ich meine. Einfach wieder 6000 Sachen macht. Naja, gut, ich hab, das kommt dir vielleicht so vor, aber wenn du ehrlich, also das kommt einem so vor, der Toxic, ich war heute mit Toxic essen, wir waren ja 100 Jahre, haben wir uns nicht gesehen, haben uns mal wieder gesehen, Geburtstagsessen und so noch, da sagt der zu mir auch, boah, du kommst aus dem Krankenhaus und machst direkt dies, das, das stimmt eigentlich so gar nicht, ich war ja bei Amidala, weil ich nicht so alleine sein konnte wegen dem Trauma und alles, ich war oft bei ihr, also ich war eigentlich nur bei ihr, und er hat erst, wie lange habe ich erstmal gechillt? 2 Wochen. Ich konnte ja gar nicht atmen. Also 2 Wochen lang. Mehr sogar. 3 Wochen lang habe ich ihre Hilfe gebraucht, zum Klo zu laufen. Ich konnte die Treppen nicht laufen. Ey Bruder, ich mache keinen Spaß. Ich konnte keine Sprachnachricht machen und gleichzeitig laufen. Also das fehlte mir die Luft einfach. Also Sprachnachricht, dann war ich so. So, weißt du, so. Und ich habe gekämpft jeden Tag. Ich habe auch diese Dings trainiert und so. Ja. Erst, ich glaube, so, ich weiß gar nicht mehr so genau, Anfang Dezember, Mitte Dezember habe ich wieder gestreamt. Und da musste ich auch immer Pause machen, konnte nicht durchgehend reden. Aber so im Sitzen ging alles. Im Sitzen war schon okay. Also, sobald ich aufgestanden bin, ein paar Meter gelaufen, war ich wieder am Arsch. Aber ihr hattet ja auch echt damals, man muss sagen, ne, diese Variante, die unterwegs war. Was war das? Ja, denn, oder Delta, war Delta. Delta war das Schlimmste. Delta, ich hatte wirklich Delta. Ja echt was ganz, ganz Schlimmes, oder? Ja, ja, Delta. Ich hatte Delta und das war wirklich, der Doc sagte auch, als ich da rauskam, meinte der, du bist jetzt erstmal immun gegen alles. Der meinte, du bist jetzt Dings. Mach dir keine Sorgen. Immunisiert. Du bist echt immun, Alter. Damit hatten ja alle, die in der Zeit Corona bekommen haben, haben ja echt mit so Nachfolgen zu kämpfen gehabt, ne? Ja, zum Beispiel gerade dieses Omikron ist... Ja, gar nichts mehr. Ich habe ja alles gehabt. Haarausfall ganz krass. Boah, Fingernägel ist weggegangen. Ist weggegangen, ja. Mal gucken, ob es nochmal krass nachwächst. Aber jetzt ist es erstmal so. Ich hatte richtig Probleme, ja. Also ich habe jetzt, ist es ja jetzt bei mir auf jeden Fall 6 Monate schon her alles. So langsam müsste ich mich mal nochmal testen lassen. Ob man... super spannend. So reinbumsen kann. Was? Ja, weil die Antikörper lassen ja auch nach. Mhm. Also ich bin zwar immun und so, aber also war. Jetzt langsam lässt das ja nach. Ich muss mich mal jetzt mal wieder testen lassen. Witzig, deine Glatze sieht aus wie aufgesetzt. Als hättest du Haare drunter. Ja, hab ich. Von der Farbe her, ne? Sieht so witzig aus. Guck mal ein bisschen mehr in die Kamera. Du siehst aus wie Hector Salamancas Söhne. Hector Salamanca. Bruder, diese Salamanca-Clan ganz anders. Warst du eigentlich zu dem Zeitpunkt voll geimpft? Ja, aber schon sehr lange davor. Ich war einer der Ersten. Ja, okay, Ersten, dann ist das wahrscheinlich. Ja, also das abgeflacht, ne? Ja, ich habe einfach Pech gehabt und es hatte eine ganz, 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 ganz schwache Dings noch im Körper. Es gab keine Booster, es gab kein zweites, gar nichts. Es war ein BioNTech, aber es war durch 8 oder 9 Monate. War alles tipptopp. Ja, das schon heutzutage ist ja over. Guck mal, das ist auch ganz, ganz witzig, was der Ilja sagt. Chorweiler war eine Zeit lang Corona-Hotspot Nummer 1. Ja. Und es war so krass, wir hatten eine Inzidenz in Chorweiler von 750. Und wir waren ja der erste Stadtteil Deutschlands, wo die, als es noch keine Impfchargen gab, haben die einen Impfbus hingeschickt und gesagt, in Chorweiler muss jeder geimpft werden. Das war ja überall im Fernsehen. Weißt du, was ich meine? Und dann war da so ein Impfbus und weißt du, wie das war? Wie so Tiere, also wie so Masttiere, da waren so 6 Ärzte und da kam einfach jeder rein, da war so, bist du gesund? Okay, du bist gesund. Bam.
weiter. Bist du gesund? Setz dich draußen kurz hin, wenn du ohnmächtig wirst, kommt jemand, danach geh. Da sind, ey, da waren so Schlangen, da sind Menschen so in so einen Bus rein und raus. Geisteskrank, aber gut, Korweiler ist auch so ein bisschen... Da, Korweiler ist meiner Meinung nach, guck mal, ich war in Deutschland schon in sehr vielen sozial schwachen Gegenden, so. Es gibt keinen, wo es so viele Hochhäuser gibt, so dicht gebaut wie in Korweiler. Selbst ist es in Berlin, ich war in Marzahn, ne, MV und so. Das ist alles, das sind einzelne mal paar Blocks. Aber Korweiler ist ja so, bei, die Dichte an Blocks ist unfassbar. Es gibt so viele Hochhäuser. Ja, klar. Und dann war halt wirklich so, das war so Corona-Schleudern, weil alle gehen immer in denselben Aufzug und so. Ja, vor allem so viele Menschen einfach an einem Stück. Ja. Und du hast, und auch so perspektivlos, hängst vorne ab am Spielplatz, alle hängen gleich ab. Ja. Das ist schon, das ist ja das Ding. Also wir haben auf jeden Fall wieder einen Rekord gebrochen. Ein Negativrekord. Guck mal, hier auch jemand. Korweiler besteht nur aus Blocks, 100%. Du musst mal mit nach Dingens kommen. Ich muss mal mit dir eine Runde mal durch Korweiler. Mhm. Weil das versteht man erst, wenn man mal wirklich da ist. Ja, aber ich war da ja auch wie schon. Wie viele Hochhäuser es gibt. Schon. Und alle so groß und es leben ja, so viele da, Parteien ja, da tatsächlich, drin. Ich glaube, ich war da schon, weil... Und es gibt noch Korweiler Nord. Ja gut, ich kenne es jetzt. Und das ist alles genauso. Ich kenne es jetzt nicht so gut wie du, aber ich war da schon wegen Videodrehs auch. Ja, ja. Und Echo hat doch seine, diese Serie, diese ja, ja, Serie auch da gesehen. Gedreht, ne? Ja. Da war ich sogar... Ich war sogar an dem Tag da, wo Echo so eine Szene gedreht hat mit Joyce Ilk. Mittlerweile kennt man ja Joyce Ilk. Ich zeige euch mal eben, was der Flair mir geschickt hat. Guck mal, du siehst hier so, er schickt mir so ein paar Mal, auch wie bei dir, keine Antwort, keine Antwort. Ja. Ging ja nicht, weißt du? Shoot. Bro, Digga, ich hoffe, es geht einigermaßen, Alter. Ich bin auch krank, ich habe auch richtig Corona bekommen, 3 Wochen mit Simon rumgekommen, jetzt die erste. Guck mal, 3 Wochen und so. Ja, ja. Und jetzt überleg mal, auf wir hatten jetzt, Zeit. Ne, und das war schon nach 5 Tagen weg. Mhm. Also diese weiße Omikron ist schon wirklich mild, neben dem, was... Guck mal, was er mir schickt. Ey, Roos, ich mein's jetzt ernst, ne? Kack jetzt nicht ab, Alter, ich mein's ernst. Kack jetzt nicht ab. Ja, ich versuch's, Mann. Oh, Mann. Weißt du auch, ab und zu, wenn mich jemand angerufen hat, so... keine Ahnung, Raff oder so, hat angerufen, musste ich auch weinen, Alter, weil mir dann klar wurde, wie schlecht es mir gehen muss, wenn die mir so Sachen sagen, wie, ey, bitte komm raus, so, wir machen alles, was du willst, ey, wir gehen wieder da, wir machen wieder das. Der Raff hat was Cooles gesagt, ey, komm raus, wir gehen wieder L.A., wir machen wieder so, wir machen alles, was du willst, komm nur raus. Und da wurde mir erstmal klar, wie schlecht es mir gehen muss. Weil, weißt du, so, da wurde mir erstmal klar, wie weit das entfernt ist von mir. Weißt du? Weil wenn du da drin bist und so, das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Aber wenn du dann sowas hörst, dann merkst du erstmal, wie weit weg bist du von der Scheiße. Von gut, von was Gutem. So, weißt du? Wann hast du denn verstanden, dass du auf der Intensivstation bist? Boah, ich habe das schon die ganze Zeit verstanden, aber richtig, richtig realisiert, ja, dass es mir richtig scheiße geht, war, als der Notar gekommen ist. Also so mit 1-2 Tage Notar-Talk. Der Notar-Talk, so dieses einen Tag vorher, Notar muss, Tag später kommt der, das war krass. Das war krass. Und ich erinnere mich an so, dass ich interessanterweise ab und zu unkontrolliert geweint habe. So. Also gar nicht so, kennst du so, du bist traurig, dann weinst du oder so, aber ich glaube, das war immer so Druck, der von einem weg war. Mhm. Erschöpfung. Ich sag mal, auf einmal weine ich so. Ich sag mir zu mir selbst so, was war jetzt gerade so? Was hat mich gerade abgefuckt? Und ich versuche das so zu ergründen. Ich merke gar nichts so Richtiges. Es war krass. Es war total komische, also Gefühlsschwankungen. Ich habe auch gedacht, vielleicht hat das was mit diesem Raum zu tun. Ich bin alleine, ich habe keinen Besuchrahmen. Die ganzen Drogen, die mich vollpumpen, oder die ganzen Medikamenten, das muss auch irgendwie damit zu tun haben, dachte ich so, keine Ahnung. Der Raff war voll witzig, der meint so, komm, wir machen alles, was du willst. Ja, Bruder, du musst den bei Dingen sehen, ja, bei Wort nehmen.
Du kennst doch, das mache ich dann nicht so. Aber ich hab ihm noch gesagt, ich habe auch Spaß noch zu ihm gesagt, ich weiß, dass du das gar nicht willst. Er meint so, wir machen alles, was du willst, auch den Song, den du noch machen willst. Ich weiß, dass du das eh gar nicht machen willst. Ich kenne ihn ja gut. Aber das war krass, weil der ruft mich einfach nicht so oft an. Also ich wusste, als der mich angerufen hat, wusste ich, ey, ich muss eigentlich, weißt du, das ist wirklich so das Letzte, so, was mir gerade passiert ist. Also, aber ich muss auch mal an der Stelle mich bei Josh bedanken, der hat alle aufgeweckt, so, weil die haben, glaube ich, alle gar nicht so richtig mitbekommen. In Berlin, so die Gegend, Josh hat allen im Studio Bescheid gesagt, alle haben sich gemeldet. Josh hat allen Bescheid gesagt, ja, kein Besuch, keiner Dings, das war schon kurios.